Ich könnte hier auch einen Kristall gebrauchen. Ein Freund von Quinten ist doch mein Freund. Sehr gut. Hoffentlich bist du zufrieden. Passend, sehr gut. So, bitte. Hoffentlich bist du zufrieden. So, bitte. Hoffentlich bist du zufrieden. Du bist in Kielbrück immer willkommen. Vielleicht hat jemand gesehen, was du suchst. Der Gehängte wird dir Gehör verschaffen. Sehe ich da etwa einen Gehängten? Quinten muss dich für was Besonderes halten. Aber du hast ja auch schon geholfen und diese Mistkerle erledigt. Wenn ihr nicht gekommen wärt, wäre ich jetzt unterwegs nach Ashra. Wie die anderen. Die armen Schweine. Bei den anderen war da ein Dominus dabei. Ein Dominus des Feuers. Einer von ihnen, ja. Zumindest haben das die Valuter geglaubt. War ein ziemlich schmächtiger Kerl. Sah mit seiner langen Robe fast aus wie ein grigorischer Mönch. Weißt du sonst noch irgendwas über ihn? Nur, dass er nicht alleine war. Eine junge Frau folgte ihm wie sein Schatten. Auch in der Kirche. Aber die Valuta haben die beiden weggebracht, bevor ihr gekommen seid. Verstehe. Danke. Erinnerst du dich nicht? Oh. Hat Quinten dich etwa unter die Fittiche genommen? Und ich dachte, du wärst Sids neuer Schützling. Quasi Gavs Nachfolger. Da fällt mir ein, wenn du ihn siehst, dann dank ihm bitte von uns allen. Und? Wie kann ich dir helfen? Ich suche nach einem Dominus des Feuers. Gav denkt, er könnte hier untergetaucht sein. Bei uns kommen eine Menge Träger an. Aber an einen mit Feuerkräften erinnere ich mich, ja. Ob das ein Dominus war oder nicht, das weiß ich nicht. Würde aber erklären, warum die Valuta hinter ihm her waren. Kannst du ihn beschreiben? Ich habe ihn nicht gesehen. Einer der anderen Träger vielleicht schon. Danke. Ob Sid mehr herausgefunden hat. Bei dem düsteren Blick ahne ich nichts Gutes. Gut. Ein dubioser Mann in der Robe und seine mysteriöse Begleiterin. Viel ist das nicht. Doch. Doch.
Ich habe nachgedacht. Wenn das wirklich ein Dominus ist, warum fackelt er die Valuta dann nicht ab? Er hält seine Kräfte zurück. Und ich denke, das ist wegen seiner Begleiterin. Wie kommst du denn darauf? Ein Dorfbewohner meinte, die beiden seien getrennt worden. Wenn die Valuta die Frau haben, wird der Dominus nichts tun, was sie in Gefahr bringen könnte. Wer er auch ist, er handelt mit Sinn und Verstand. Noch dazu achtsam. Er will nicht gefunden werden. Könnte Ärger bedeuten. Für uns und die Valuta. Aber übermüdet und auf leeren Magen lässt sich Ärger noch schwerer verdauen. Auf uns warten sicher schon zwei kuschelige Betten. Gehen wir. Na, wo sind die Betten? Betten? Du hast lediglich davon gesprochen, bei mir übernachten zu wollen. Dafür sind die Holzdielen sicher weich genug. Weicher als ein nasser Felsbrocken, Herr. Vielen Dank, Quinten. Für deinen nächsten Besuch bei uns poliere ich schon mal den Boden. Den Dank kannst du dir sparen. Ich mache das nicht aus Nächstenliebe. Was du nicht sagst. Im Gegenzug für meine Hilfe werdet ihr mir etwas zur Hand gehen. Als die Valuta das Dorf besetzt haben, haben sie die Straße im Süden mit einer Barrikade versperrt und bei ihrem Abzug stehen gelassen. Vor eurer Weiterreise ist sie weg, klar? Zu Befehl. Hat länger gedauert als erwartet. War wohl deine erste Barrikade, was? Eine Frage der Übung, keine Sorge. Sicher. Wenn wir jetzt aufbrechen, sind wir bei Dämmerung am Cair. Oder willst du lieber warten? Genug gewartet. Also nach Süden. Es sei denn... Ich kenne noch eine Abkürzung. Hättest du gern, hä? Weinet nicht, meine Kinder. Noch gibt es Hoffnung für uns alle. Verdammte Valuta. Hierfür werden wir jeden Chocobo im Tal brauchen. Zurück, mein Schatz. Die Valuta werden sicher ringsum Wachposten aufgestellt haben, um bösen Überraschungen vorzubeugen. Hätte ich zumindest. Tja, du musst es wissen. Schnapp sie dir!
haben die Valuta vor? Warum eine Feste erobern, die sie nicht halten können? Sie wollen sie gar nicht halten. Der König führt was im Schilde. Der König? Trägt auf jeden Fall seine Handschrift. Und er hat sogar seine besten Leute hergeschickt. Da steckt noch etwas dahinter. Da sind sie ja! Wo kommen die alle her? Los! Fast, Torgal! Los! Wäre auch schon ohne die Valuta ehrfurchtgebietend. Mir egal, dort ist der Dominus. Ich bin ja eigentlich mehr der Mann fürs Grobe, aber ich fürchte, dieses Vorhaben verlangt Finesse. Die Kanalisation mündet in den Fluss. Unter der Brücke kommen wir in die Festung. Sid. Du weißt, warum ich hier bin. Aber was ist mit dir? Du riskierst dein Leben für eine Handvoll Träger. Falschen Leute ihr Eigentum bedroht sehen. Du hast's noch nicht kapiert. Mir geht's nicht nur um Domini und Träger, sondern um alle. Was ich will, ist, dass nicht mehr zählt, was du bist, sondern wer. Aber unsere Welt ist noch nicht bereit dafür. Und bis sie das ist, muss ich den Leuten zeigen, dass die Hoffnung zuletzt stirbt. Sag, diese Benedikta, du kennst sie? Das ist eine sehr lange Geschichte. Unterschätz sie nicht, Clive. Einem Kampf mit ihrer Espa wollen wir aus dem Weg gehen. Garuda, Herrin des Winds. Clive,
wird ewig dauern, bis alles wieder beim Alten ist. Freund von Quinten ist doch mein Freund. Kämpf weiter für die Sache. Talan ist gefallen. Die östlichen Gebiete gehören damit den Orks. Meine Truppen sind marschbereit. Nicht nötig. Und die Minen? Ohne Adamantit war... Die Fäule hat die Minen schon fast verschlungen. Zudem hast du bereits Befehle. Ja, mein Herr. Der Äther, unsere Quelle des Lebens, versiegt. Und so fällt die Welt jeden Tag tiefer in Dunkelheit. Die Ränder zerfallen und das Volk strömt zu den Mutterkristallen, um ihren Segen zu erbitten. Der Krieg, der um diesen Segen gefochten wird, er zerstört uns von innen und führt uns auf den Weg der Vernichtung. Also tut ihr, was ihr müsst. Ich vereine die Domini, damit die Feuer des Krieges erlöschen. Und die Knospen einer neuen Ordnung aus der Asche keimen. Die Welt muss erneuert werden. Und zwar durch meine Hand. Ohne Sidolfus' Verrat wäre es euch schon gelungen. Wieder er. Verlangt es dir immer noch nach ihm? Nein. Natürlich nicht. Mein Herr. Ich will euch. Nur euch allein. Erinnerst du dich an deine erste Ankunft hier im Schloss? Deine blasse Hand in der seinen, fest an dich gedrückt. Das ist schon sehr lange her. Eure ist die einzige Hand, die ich brauche. Zeit. Aber bald, mein Herz, bald weiß die ganze Welt, wessen Hand sie vor dem tiefen Fall in die Dunkelheit auffangen wird. Ich gehöre euch. Lasst mich nie los. Keine Meldung von einem der Wachposten, Milady. Euer Befehl? Zieh die Männer hinter die Mauern, Gerolf. Also ist er hier.
Wir locken Sid und seinen Schützling in die Kapelle. Ich werde sie dort empfangen. Jetzt tauchst du hier also auf. Alles ruhig. Das ist ja ein nützlicher Trick. Musst du mir mal irgendwann beibringen. Beginnen wir im Verlies. Wäre zumindest naheliegend. Klingt gut, solange wir nicht selbst hinter Gittern landen. Aufgeben. Seht das Tor. Ich pack mit an. Ich bitte darum. Tust du nur so, als ob du hebst? Los, geh durch, Clive. Die Tür führt nur zu mehr Valutern. Suchen wir eine andere. Gibt nur zwei. Von da kommen wir. Schon vergessen? Kaiserlichen hätten wir gefunden. Zumindest was von ihnen übrig ist. Ja.
Fast, Torgal! Sachen gemacht, oder, Benedikta? Die Festung wurde geradezu überrollt. Verdammt! Immer dieses Gerenne! Hinterher! Ja! Sie haben uns erwartet. Ach was. Fast, Torgal! Da, Große! Du weißt, was zu tun ist. Los! Du weißt, was zu tun ist. Fast, Torgal! Hier durch! Du weißt, was zu tun ist. Was zur Hölle ist hier passiert? Bisschen spät für ein Gebet. Als wäre ich so verzweifelt, auf den Segen falscher Götter zu warten. Nein, ich warte auf dich. Hab mich auch beeilt. Für Dramatik hast du gesorgt. Gut. Zur Sache. Wo sind die Männer und Frauen aus Kielbrück? Du meinst den Dominus. Er wird bis auf Weiteres in Valuts Diensten stehen. Komm zurück, Sedolphus. Ich brauche dich. Stell dir nur vor, was wir erschaffen könnten. Die Welt, die wir wollten. Du willst mich? Dein König will mich. Eine neue Welt will ich auch. Nur nicht seine. Der Wahnsinn, den er dir verkaufen will, ist so leer wie falsch. Begreif es doch endlich.
Der König hat dich gerettet und das ist dein Dank dafür? Wie kann man so treulos sein? Ich lass mich nicht benutzen. Nicht so wie du. Was weißt du schon, Sidolphus? Genau. Ich weiß nicht mehr, wer du bist. Oder was du willst. Nur hast du früher immer gesagt, du willst dich nicht verstecken. Hast gesagt, du willst frei sein. Von all dem frei. Sei wieder ehrlich zu dir selbst. Waren deine Ziele es wirklich wert, dass du dich dafür aufgeben musstest? Muss ich mich in deinen Augen etwa dafür schämen, meine Vorzüge für mich zu nutzen? Hab ich nicht gesagt. Aber so wie es aussieht, tust du dir selbst leid. Eine hohe Predigt, Herr Kommandant. Wie konnte ich nur glauben, du könntest dich ändern? Die einzige Person, die mir leid tut, bist du! Ich kann das nicht mehr. Wenn du dich dem Traum meines Herrn in den Weg stellst, lässt du mir keine Wahl. Adieu, Sidolphus. Bleib da, Clive. Wenigstens sind es nicht mehr 3 gegen 1. Großer! Fast vorbei!
Pass auf! Du bist erledigt! Sid, alles in Ordnung? Sehe ich so aus? Benedikta ist sicher auf dem Weg zum Dominus. Du musst ihr nach. Schnell, bevor es zu spät ist. Im Gegensatz zu dir hat sie Flügel. Was ist mit dir? Ich brauche hier noch einen Moment. Sicher. Komm, Torgal. Zum Rückzug! Yeah!
Ich bin schon fast oben. Vor Sonnenaufgang sollen wir weg sein. Ihr fallt wie Aldian. Thank you.
Ich muss sagen, dass der alte Mann mich enttäuscht hat. Anders als du. Zweimal schon hast du meine Schwestern bezwungen. Du hast außerordentliches Talent. Was machst du bei diesen Galgenvögeln? Wenn du Geborgenheit suchst, biete ich dir unter meinen Flügeln ein warmes Plätzchen. Du weißt genau, was ich will. Überlass mir den Dominus und ich lasse dich gehen. Du wagst es, mir Befehle zu erteilen. Du kleines, freches Lamm. Dein Geblöke werde ich nicht länger über mich ergehen lassen. Jetzt wird es Zeit für dich, zu schweigen. Sieh der Wahrheit ins Auge, Träger! Niemand hört dir zu. Du bist allein! Komm, mein Lämmchen, auf die Schlachtbank mit dir. So laut du willst. Niemand kann dir mehr helfen. Knapp vorbei.
Ich werde dich zerquetschen! Staub zu Staub. Gar nicht mal schlecht. Nein! Wieso lebst du noch? Warum bist du immer noch nicht tot? Warum? Ich sag dir warum, Benedikta. Er kämpft für etwas, an das er glauben kann. Sei still! Was willst du hier? So, das war's. Der Dominus, wo ist er? Wer?
ist los? Es reicht mir. Was? Sie ist weg. Was ist passiert? Gib sie her! Gib sie her! Gib sie her! Milady! Wo ist sie? Wo ist Garuda? Was hast du mir angetan? Gib sie zurück! Fasst euch, Milady! Wir brauchen euch doch! Was ist hier los, verdammt? Ihre Kraft, du hast sie ihr genommen. Aber wie? Oh, oh. Ich hoffe, die Träger sind schon raus. Clive, der Laden bricht gleich zusammen. Und dann will ich nicht hier oben stehen. Wenn dein Dominus schuld am Feuer ist, und da wette ich drauf, ist er längst weg. Verdammt nochmal. Was war das? Unsere Ablenkung hat funktioniert, Euer Gnaden. Die Gefangenen konnten fliehen. Gehen wir. Ja. Sieh doch, der Morgen bricht an. Gleich kommt die Frühschicht, die ohne ihren morgendlichen Haferschleim sicher nicht gut gelaunt ist. Komm, wenn die uns hier beim Kehr erwischen, dann könnten sie voreilige Schlüsse ziehen. Gut. Sie hat gesagt, dass ihre Kraft weg ist, aber hast du sie jetzt, oder? Ich glaube ja. Ich spüre sie.